Ja, grüezi miteinander. Heute sind wir in der Schweiz. Und es sieht alles aus wie in einer Eisenbahn Modellbaulandschaft. Inklusive lustiger kleiner Baufahrzeuge. Na gut, ich habe mich schon verfahren. Eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Ja. Ich habe gedacht, okay, das Navi hat da so eine nette Route berechnet. Aber da gibt es noch eine andere Straße im Navi, die noch viel schöner aussieht. Fahre ich die doch mal lang. Hat sich herausgestellt, ah, das ist gar keine Straße, sondern das ist die Schweiz, italienisch, österreichisch, sonst was Grenze. Und die Grenzen sehen halt im Navi genauso aus wie Straßen. Ja. Also das hat nicht so richtig funktioniert. Aber egal, ja, sind wir halt mitten in der Schweiz. Hier ist irgendwie überall schön. Ah, schau mal. Herrlich. Er darf man überall nur 80 fahren in der Schweiz. Aber das stört überhaupt nicht. Denn bei solchen Straßen, die ja, ist das eigentlich sogar ein ziemlich optimales Tempo. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter hier durch die Schweiz. Da müsste gleich ein See kommen. Mal schauen, wie der so aussieht. Da muss ich hier noch gucken, dass ich die richtige Abbiegung erwische. Und nach dem See fahren wir dann nicht mehr bergab wie jetzt, sondern wieder bergauf. In Richtung Stilfser Joch. Ja, ich denke, Stilfser Joch ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Ich war da halt noch nie und erwarte mir, dass es da nicht so toll ist, wie ich es jetzt erwarte und dass es relativ überlaufen sein wird. Ja, aber egal, ne? Ich denke, Stilfser Joch muss man einfach mal gefahren haben. Ne? Irgendwie hatte ich mir das Stilfser Joch anders vorgestellt. Sieht mehr aus wie das Stilfser Loch, ehrlich gesagt. Ja, also. Nein, wir sind natürlich noch nicht da. Engadiner Kraftwerke AG steht da. Livigno. Ah, kommt sogar jemand raus. Ein Brite. Vorfahrt, Linienbus und Bike Shuttlebus. Ja, ich habe einfach mal so entschieden, dass ich im Linienbus bin und bin mal vorgefahren. Das ist ja sensationell. Moment. Man darf nur 60 fahren, das ist ein bisschen doof jetzt. Aber nee, da kann man schön Musik machen hier im Tunnel. Das ist ja cool. Relativ dunkel ist es. Ja, ungefähr 2 Kilometer lang das ganze Ding. Toll. Sollte mich öfter verfahren. Ah, da hinten wird es auch hell. Ich hatte mich auch schon gewundert, weil auf der Karte sah man halt so ein Höhenrelief von so einem Gebirgszug. Und die Straße war relativ geradlinig. Da habe ich mir schon gedacht, wenn das mal alles mit rechten Dingen zugeht, ja,
Normalerweise hätte man da doch ein bisschen mehr Kurven erwartet. Ja, aber so ist natürlich auch ganz nett. Das ist ja eine ganz schöne Abkürzung. Das ganze Ding ist mautpflichtig. Das heißt, stand zumindest vorne auf dem Schild. Deswegen würde ich jetzt mal erwarten, dass wir hier irgendwo bezahlen müssen. Ach, herrje, traumhaft, schaut mal. Das ist ja fantastico. Schön hier am See vorbei. Ist aber nicht viel Wasser drin, muss man sagen. Ah, jetzt geht es auch noch über die Staumauer. 12 Euro. Extremsportverbot. Okay, ja, darf man hier keinen Bungee-Sprung runter machen. Vorne Italia. Oh, hier halten wir doch mal kurz. Da halten wir doch mal kurz. Oh ja. Kontrolle gibt es keine, sollte auch recht sein. Ich glaube, nicht am Wochenende hierher zu kommen, sondern in der Woche war eine gute Idee. Also es ist echt nicht allzu viel touristischer Verkehr. Also da fahren natürlich immer noch genug Leute rum, aber es ist sicherlich doch deutlich weniger, als es gewesen wäre am Wochenende. Und wir haben gerade Livigno passiert, das liegt da links im Tal. Ja, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Auf jeden Fall wunderbare Gegend hier, traumhaft. Man kann auch sehr schön fahren, ja. Außerdem sind wir in Italien. Da muss man sich dem lokalen Fahrstil ohnehin so ein bisschen anpassen, ne? Ach, wunderbar. Hier hat es offenbar wieder irgendein Skigebiet, ja, deswegen sieht alles so hässlich aus. Trepalle. Mhm. 2200 Meter. Boah, das geht ja noch. Und schon geht es wieder bergab. Das sieht alles ein bisschen kahl aus hier auf der anderen Seite. Da würde ich sagen, war es auf der anderen Seite doch ein bisschen schöner. Ja, jetzt haben wir es ja doch noch geschafft. Anfahrt zum Stilfster Joch. Eine ganz schön kurvige Angelegenheit, so viel kann man schon mal sagen. Oh, kleine Tunnel gibt es auch, sehr schön.
Okay, ich sehe schon, zwei Reisebusse dürfen sich auch hier nicht begegnen. Wow, Leute. Krass. Das war schon richtig knapp gerade, ja. Ich glaube, wir sind schon oben. Es geht zumindest nicht mehr bergauf. Und laut Navi geht es gleich wieder bergab. Vorne weht auch eine Flagge. Irgendwie. Ja, mal schauen. Also bislang muss ich sagen, ja, ist ganz nett und so. Und auch die Auffahrt von Westen her, ja, schön viele Kurven und so. Alles ordentlich eng. Wie sich das gehört für so ein Fass. Ja, aber dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also die anderen Fässer sind jetzt auch nicht schlechter, ja. Ich finde jetzt nicht, dass das Schilster Joch da jetzt unbedingt so eine herausragende Position hat. Aber na gut, also das, ich hatte es ja auch nicht erwartet, insofern, aber ja. Muss man halt mal gefahren sein, ne? Und wenn ich eh schon hier in der Gegend bin, dann nehme ich das natürlich auch mit. Außerdem hatte ich ja diesen netten Umweg über See und, ach, ich habe den Namen des Ortes schon wieder vergessen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das muss ich schon sagen, ja? Und der Pass hier ist ordentlich hoch. Die anderen, die ich bis dann gefahren bin in den anderthalb Tagen, die waren alle nur so 2000 und ein bisschen was Meter. Und das hier ist schon deutlich höher. Erstmal ein paar Gänge zurückschalten hier. Und da kommt auch schon die nächste Kurve. Ja, Meister, du warst auf jeden Fall zu weit in der Mitte, du auch. Ist immer schlecht, wenn die Leute beim Rausfahren noch in der Mitte sind, nämlich außen am Rand, weil dann kann ich auch nicht von außen anfahren. Dann merkt man sofort, dass man nicht gescheit in die Kurve kommt. Hier hört dann auch die Vegetation auf. Es wird alles sehr geröllig. Genau, er hält mitten auf der Straße an. Das ist optimal. Und ein Abflipwagen. Ja, super, ja. Der dürfte auch begeistert sein, sich hier raufquälen zu müssen, ja. Wenn das mal nicht eine ordentliche Abschlepprechnung gibt.
Passo dello Stelvio, 2758 Meter. Ach du Scheiße. Ja, überlaufen ist ja wohl gar kein Ausdruck. Ja? Ach du liebes bisschen. Ach Gott. Ja, hier halte ich aber nicht an. Das mir war eindeutig zu viel. Zu viel Betrieb. Ach, aber schöne Aussicht hier rechts. Also nicht die Autos, sondern die Berge dahinter. So, jetzt habe ich tatsächlich doch noch angehalten. Ja, also keine Sorge, ich bin jetzt nicht alles nochmal gefahren. Aber ich muss ja, habe mir gedacht, ich halte doch mal um hier beim Ernstl, hier rechts, genau, da, eine Wurst zu essen. Weil das gehört ja irgendwie dazu, wenn man schon zum Stilsterjoch fährt. Die Wurst war zwar nicht sonderlich lecker, ja. Aber zumindest habe ich da mal wieder ein so ein To-Do abgehakt. Einmal beim Ernst eine Wurst essen. Check. Erledigt. Ja, jetzt ist nur die große Frage. Wo ich jetzt überhaupt weiterfahre. Also, klar, erstmal hier ein bisschen bergab, das ist schon klar. Ich meine, einprogrammiert ins Navi ist die Route, da geht's jetzt noch nach Meran, durch Südtirol durch und dann übers Timmelsjoch zurück. Das wären 244 Kilometer, noch 4 Stunden 30 Minuten. Da ist allerdings, da fällt mir gerade ein, da habe ich noch so einen kleinen Abstecher ins Schnalztal mit reinprogrammiert. Den könnte ich ja gegriffenenfalls weglassen. Das ist dann sicherlich halbe Stunde 45 Minuten, die es dann kürzer wird. Boah, könnte ich ja eigentlich noch machen, oder? Meine, die Alternative wäre jetzt über den Reschenpass zurückzufahren zum Hotel. Aber dann bin ich ja in anderthalb Stunden schon da. Und dann ist die Frage, was mache ich dann, ja? Ich meine, da hat es auch noch so ein Seitental, wo ich ganz gerne mal rein wollte. Aber ja, mal gucken. Erstmal, wenn ich hier so nach rechts runter gucke, würde ich sagen, liegen da noch einige Kurven vor uns. Man muss sich ein bisschen aufpassen mit dem nach rechts runter gucken, weil ihr wisst ja, Zielfixierung, man fährt immer da hinten, wo man hinguckt. Ja, und wenn ich hier so ins Tal schaue. Ja, das war immer so ein Beispiel, wenn man eine Kurve nicht nimmt. Ja. Oh, okay, ja, hey, ja. Also 90% der Kurven sind okay, ja. Was kommt da? Getarnter BMW. Weiß man nicht, was es ist. Ist auch egal. Ja, herrlich.
so rechts diese Berggruppe, finde ich schon nett so.